Hi Leute, ich mag euch heute erzählen, was ihr alles für eure Hausgeburt braucht. Das ist so wirklich die kurze, absolut notwendige Liste. Darüber hinaus kann man natürlich immer mehr machen, aber das kennt ihr, das ist immer so. Das sind aber einfach mal die Basics. Und zuallererst, was auf jeder Liste, auch von jeder Hebamme steht für eine Hausgeburt, sind Krankenunterlagen. Zeige ich euch mal. Die schauen ungefähr so aus, gibt es in unterschiedlichen Größen. Saugfähiger Kern. Und hinten geht nichts durch. Die könnt ihr euch dann in euer Bett legen, auf die Couch legen, auf den Teppich legen, egal wo ihr seid. Ihr seid safe, weil damit ist alles geschützt. Auf meiner Liste standen die in zwei Größen drauf. Ich sollte eine 10er-Packung von Hartmann in 40x60 und ungefähr 5 in einer etwas größeren Größe mit mindestens 1 Meter Breite oder Länge besorgen. Ich kann euch nochmal die Packung zeigen. Eine habe ich nämlich noch. Die sahen dann so aus. Genau, also Krankenunterlagen. Ansonsten sind natürlich Handtücher wichtig. Für euch als Mama wäre es schon gut, wenn ihr auf jeden Fall 2 bis 3 wirklich große Badehandtücher habt. Je nachdem, ob ihr im Bett seid oder in der Badewanne, im Pool, könnt ihr euch dann abtrocknen, drauflegen, was wegwischen. Immer praktisch. Am besten auch alte Dinge, bunte Dinge. Wenn dann da Flecken draufkommen, ist das total wurscht. Handtücher, am besten 2, 3 wirklich, wirklich schöne, weiche, große, braucht ihr dann auch fürs Baby. Zum Ende der Geburt hin wird dann die Hebamme auch sagen, schmeißt doch mal den Ofen an zum Beispiel und tut mal die Handtücher da rein, dann sind die schon schön vorgewärmt, wenn die kleine Maus dann endlich da ist. Darüber hinaus war es für mich noch total wichtig, so Inkontinenzpads zu haben. Wie eine Windel für Erwachsene, gibt es in verschiedenen Größen, könnt ihr beim DM, Rossmann, Müller, bei jedem Drogeriemarkt holen. Hier, so schaut eine Packung aus. Stehen da, wo so Binden und Tampons stehen. Und das fand ich total praktisch. Auf der einen Seite konnte ich die natürlich im Wochenbett weiter benutzen, in den ersten Tagen, als der Wochenfluss noch stärker war. Und während der Geburt war es cool, als der Zervixschleim abging und ich dann auch den Blasensprung hatte und immer so ein bisschen getropft habe. Das war einfach total geil, weil ich musste mir gar keine Sorgen machen, dass irgendwo meine Hose dreckig wird oder was daneben geht. Auch wenn was dreckig wird, das ist ja total egal, aber man kennt sich ja selber auch, manchmal denkt man sich, dann fühlt man sich unwohl und so musste ich das einfach nicht. Ansonsten, wenn ihr sicher seid, dass ihr im Bett gebären wollt, könnt ihr euer Bett so bearbeiten. Erstmal einen Laken über die Matratze, dann eine Malerfolie, in jedem Baumarkt kriegt man die, und dann nochmal einen Laken. Und dann geht auch da nichts an die Matratze dran. Wichtig und immer cool ist es dann ja auch noch, wenn ihr noch Bettlaken habt, die schon frisch gewaschen und ready to go sind für nach der Geburt. Ansonsten sind das jetzt auch wirklich die wichtigsten Basics, also die Krankenunterlage, eventuell die Malerfolie und die Inkontinenzhosen oder die Binden, die Wöchnerinneneinlagen, wenn ihr euch damit sicherer fühlt. Das sind die so, Wöchnerinneneinlagen, gibt es auch. Was ich zusätzlich noch hatte, war etwas Öl. Da könnt ihr Olivenöl, Mandelöl, Jojobaöl nehmen. Das könnt ihr für euch verwenden, aber dann auch fürs Baby, wenn die dann vielleicht schon etwas gemacht haben und ihr wisst, den ersten Arm kriegt das dieser Pechschwarze, den kriegt man ganz schwer ab. Das kannst du dann mit ein bisschen Öl abmachen und das ist auch super praktisch. Und Arnika-Essenz. Arnika-Essenz ist nicht für das Baby, sondern für euch, falls ihr euch etwas verletzt habt bei der Geburt, sprich eine leichte Schürfung, leichter Riss oder vielleicht ist doch der Damm gerissen und es musste was gemacht werden, dann könnt ihr euch schon direkt danach entweder mit einer kühlen oder warmen Arnika-Essenz daran säubern. Das ist so eine kleine Glasflasche, die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich sie aufgebraucht habe. Aber dann nehmt ihr immer ein paar Tropfen in Wasser, das vermischt ihr gut. Am besten hat man da so einen großen Messbecher, setzt sich auf die Toilette und lässt es ab seinem Bauchnabel einfach runterlaufen. Und dann bedeckt das auch wirklich alles ganz schön und es reinigt die Wunde und beugt Infektionen vor und regt die Heilung an. Und es tut wirklich gut und ist sehr zu empfehlen, es einfach da zu haben. Auch wenn man nichts hat, ich meine, hallo, da ist ein Baby rausgekommen, das ist wirklich cool. Genau, lass mich mal kurz überlegen, vergesse ich was? Ha, natürlich, Snacks. Auch für jede Kindergeburt besorgt euch Snacks. Irgendwelche Riegel, sei es jetzt irgendwie Nüsse, Nussriegel, Dattelriegel, Obstriegel, Schokolade, Traubenzucker, falls ihr irgendwie echt keinen Hunger habt und nichts runterbringt, aber Energie braucht. Und das auch genauso für euren Mann, eure Doula oder eure Mama, je nachdem, wer euch unterstützt, das ist total wichtig. Und vielleicht ein paar schon vorgefertigte, vorgekochte Sachen, die man nur noch schnell aufwärmen muss für nach der Geburt oder irgendein Dosenfutter. Wir hatten zum Beispiel Linseneintopf aus der Dose. Naja, gut. Hat übrigens gar nicht so schlecht geschmeckt. Was ist sonst noch wichtig? Lasst mich nochmal durchgehen. Die Unterlage, die Malerfolie,
Wöchnerinneneinlagen, Binden oder Inkontinenzpans, das Öl, die Handtücher für die Mama und fürs Baby, die Arnika-Essenz. Ah ja, Vaseline. Habe ich nie gebraucht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum man Vaseline bräuchte. Ich glaube, irgendwas für Baby, wenn es extrem trocken ist oder so. Gäbe es wahrscheinlich auch vegane Varianten von der Vaseline. Müsstet ihr euch mal informieren oder eure Hebamme fragen, wie nötig das wirklich ist. Und ansonsten seid ihr mit dieser Liste ziemlich, ziemlich safe. Dazu kommen natürlich noch so persönliche Sachen, mit was ihr euch wohlfühlt. Vielleicht Kerzen, Duft, Musik, Massagebälle. Haben wir alles besorgt, habe ich nichts davon gebraucht. Ja, Lampe oder Heizstrahler. Wenn es in der Nacht ist und ihr euch vielleicht verletzen solltet und das Licht ist nicht so gut, wäre es vielleicht echt gut, eine Lampe oder irgendeine Lichtquelle zu haben für die Hebamme, damit sie nochmal genau schauen kann, was da los ist. Oder halt auch im Winter ein Heizstrahler in der Nacht fürs Baby. War bei uns jetzt auch nicht nötig, weil wir waren im Hochsommer. Naja, ansonsten, ihr findet alle Links in der Beschreibung und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!